Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch mal ein paar Einblicke in unsere Abendmahlzeiten geben. Das ist jetzt kein klassisches Food Diary, wie ihr es von mir kennt, sondern es gibt einfach nur Einblicke, was wir am Abend so essen. Und es kommt bei uns auch ganz oft vor, dass jeder was anderes isst. Ich also drei verschiedene Mahlzeiten zubereite. Ich ernähre mich rein pflanzlich, meine Jungs so ca. 90 bis 95%, zumindest bei uns zu Hause. Wir haben ab und zu Rohmilchbutter, Eier und Honig da. Und mein Ältester ist im letzten Jahr auf den Geschmack von Feta-Käse gekommen, den er am liebsten mit Salat isst, und hat seit letztem Sommer auch ganz viele Salate gegessen. Ich bereite ihm allerdings auch regelmäßig rein pflanzliche Salate zu, dann eben auch mit einem besonderen Dressing. In diesem Video seht ihr, glaube ich, in einer Abendmahlzeit dann eben den Feta-Käse. Es kommt, glaube ich, in einer Abendmahlzeit auch mal Rohmilchbutter vor. Sonst sind die Abendmahlzeiten rein pflanzlich. Jetzt geht es erstmal los mit den Einblicken in einige unserer Abendmahlzeiten der letzten Wochen und Monate. Für meinen ältesten Sohn gibt es einen Gemüseeintopf, der besteht aus Kartoffeln, Möhren, Sellerie, Pastinake, Wirsing, Erbsen, Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie und Räuchertofu-Würfel. Dazu gibt es noch etwas panierten Blumenkohl. Für meinen jüngsten Sohn gibt es eine große Portion Blumenkohl. Diesen Blumenkohl dämpfe ich, lasse ihn abkühlen. Und dann gibt es noch eine Panade aus verquirltem Ei und Dinkelpaniermehl. Für mich gibt es eine Abendmahlzeit im Sinne der schleimfreien Heilkost. Ich habe mir Süßkartoffel gebacken. Etwas Süßkartoffel habe ich auch mit einem Wildkräuterpulver von Lebenskraft pur bestreut. Dazu gibt es dann noch Sprossen, Kresse, Alfalfa und Radieschensprossen und natürlich eine Portion Grün, das ist junger Spinat, und dann gibt es noch Schwarzkohl dazu. Für meinen Jüngsten gibt es Rote-Bete-Suppe, die besteht aus Rote-Bete, ein bisschen Kartoffel, Lauch, Pastinake, Möhre, Zwiebel, Kokosmus und Salz, und dazu gibt es geröstetes Brot, das ist Dinkelvollkornbrot. Für mich gibt es auch Rote Beete, allerdings in gedämpfter Form, und hier in der Schüssel seht ihr Rote Beete mit so einer gefrorenen Kräutermischung und hier Rote Beete mit einem selbstgemachten Dressing, das besteht aus geschälten Hanfsamen, Senf, Dill, Wasser und ein bisschen Salz. Dazu gibt es Spirulina-Presslinge, ein bisschen Grün, Feldsalat und Kresse und Radieschensprossen. Mein Ältester hat sich einen großen Salat gewünscht. Dieser Salat besteht aus Eisbergsalat, Feldsalat, Gurke, Tomate, Alfalfasprossen, Radieschensprossen, angekeimte und getrocknete Sonnenblumenkerne, Zitronensaft, Salz, Olivenöl, und er hat sich zu seinem Salat Feta gewünscht. Also hier gibt es auch noch ein paar Feta-Käsewürfel. Für meinen Jüngsten gibt es eine Portion Buchweizen. Der Buchweizen wird vor dem Kochen in Kokosöl angebraten und nach dem Kochen habe ich noch ein bisschen Salz hinzugefügt. Das ist eine scharfe Gemüse-Kartoffel-Kidneybohnenpfanne für meinen Ältesten. Da ist noch Zwiebel dabei, Knoblauch, Lauch, Möhren, Paprika, Pfeffer, Salz und dann noch ein bisschen was Grünes, Feldsalat. Das ist meine Abendmahlzeit. Ihr seht hier gedämpftes Gemüse. Das ist einmal Süßkartoffel und einmal Schwarzwurzel. Dazu eine reichliche Portion Grün. Das ist Feldsalat und dann ist noch Spinat dabei. Dann habe ich hier einen kleinen Rohkostsalat. Dieser Rohkostsalat besteht aus feingeriebener Rote Beete, ein bisschen Zitronensaft, Walnüsse. Die Walnüsse weiche ich ja zwischen 20 und 24 Stunden ein und dörre sie dann wieder richtig trocken. Das macht die Walnüsse leichter verdaulich und gibt ihnen auch einen besonders guten Geschmack. Also ich habe hier noch ein paar Walnussstücke drin, ganz wenig Hanföl, kaltgepresstes Hanföl und Alfalfasprossen. Dazu gibt es heute mal noch eine Fettquelle. Ich habe schon ganz lange keine Avocado mehr gegessen. Das ist eine reife Avocado. Die habe ich mit Spirulina-Pulver bestreut und dazu noch ein bisschen kleingehackten Lauch reingefüllt. Das ist mit mein liebstes Spirulina-Pulver. Es stammt aus Hawaii und ihr könnt es im Regenbogenkreis-Shop kaufen. Den Link findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Eine weitere vielfältige Abendmahlzeit von uns, das heißt, jeder isst etwas anderes. Ich beginne mit der Abendmahlzeit meines Ältesten. Das ist hier so eine kleine Gemüsepfanne, besteht aus Zwiebeln, Knoblauch,
Erbsen, Möhren, dann ist ein bisschen Kokosmilch dabei, geräucherter Paprika, also so Paprikapulver, Salz, ein bisschen Wasser und gefrorene Kräuter. Dazu gibt es selbstgebackenes glutenfreies Brot mit rohköstlichem Bärlauch Chili-Pesto. Und dazu gibt es noch ein kleines Schälchen voll Sprossen, das ist Alfalfa, und Pistazien und eine Paranuss. Das ist die Abendmahlzeit von meinem jüngsten Silas. Was hast du dir heute gewünscht? Reis. Und zwar Wildreis. Da sagt er mal, ich will den Reis, den dunklen Reis. Den koche ich einfach mit Wasser und ein bisschen Salz und dann gebe ich noch ein bisschen Kokosöl dazu. Also der Silas ist derjenige von uns, der am einfachsten ist. Das ist meine Mahlzeit. Gedämpften Rosenkohl, gedämpfte Schwarzwurzel. Dann gibt es für mich auch Sprossen, Alfalfa, ein bisschen Kresse und eine große Portion Spinat. Und dann noch eine getrocknete Fettfrucht. Das ist Safu. Manche meinen, dass die Safu, wenn sie frisch ist, ein bisschen vom Geschmack her an Ziegenkäse erinnert. Die getrocknete Safu bestelle ich bei Jurassic Fruit. Wer sich für die Safu oder noch andere Trockenfrüchte, tropische Früchte, südliche Früchte oder auch Nüsse in Rohkostqualität interessiert, ich setze euch den Link zu Jurassic Fruit unter dieses Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Für alle Erstbesteller gibt es einen 10% Rabattgutschein. Den Rabattcode dafür findet ihr auch bei diesem Link unterm Video oder im ersten angepinnten Kommentar. Das ist unsere Abendmahlzeit. Für meine Jungs gibt es Suppen, zwei verschiedene Suppen. Für meine Ältesten gibt es eine Kartoffelsuppe mit Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffeln, Möhren, Knollensellerie, Wurzelpetersilie, Pastinake. Ein Lorbeerblatt war vor dem Pürieren dabei. Ich habe das Ganze mit ein bisschen Salz gewürzt und mit geräuchertem Paprikapulver. Und nach dem Pürieren habe ich noch ein bisschen gefrorene Kräuter hinzugegeben. Für meine Jüngsten gibt es eine Kürbissuppe. Die habe ich gekocht aus Zwiebeln, Knoblauch, ganz viel Kürbis, etwas Möhre, etwas Kartoffel und etwas Pastinake. Und dann kurz vor dem Pürieren habe ich noch etwas Kokosmilch dazugegeben. Und da ich gerade kein Brot da habe, er mag ja gern geröstetes Brot dazu, isst er seinen Lieblingssnack dazu. Das ist einfach Dinkelpaniermehl. Für meinen Ältesten gibt es zu seiner Kartoffel-Gemüsesuppe noch eine kleine Portion Salat. Das ist ein Teil von meinem Salat. Für mich gibt es heute eine große Portion Salat. Das ist so gemischter Salat, Rucola-Salat. Dann habe ich getrocknete Tomaten eingeweicht. Dann sind Radieschensprossen dabei, Alfalfa, Erbsengrün, getrocknete Sonnenblumenkernsprossen sind dabei. Und dann habe ich mir ein Dressing gemixt aus geschälten Hanfsamen, etwas Mandelmus, etwas Zitronensaft, Knoblauch, Salz, Wasser und gefrorenen Kräutern. Für mich gibt es dann hier noch einen Gurkensalat, besteht einfach nur aus geraspelten Gurken, Kresse und leckerem Spirulina-Pulver. Und dazu gibt es für mich noch Safo, das ist so eine getrocknete Fettfrucht. Eine weitere Abendmahlzeit. Für meinen Jüngsten gibt es selbstgemachte Chapati mit verflüssigter Rohmilchbutter. Für meinen Ältesten gibt es auch Chapati. Dazu gibt es ein Linsen-Curry-Dal und einige Alfalfa-Sprossen. Und ich bin heute flüssig unterwegs. Ich habe heute schon frisch gepresste Säfte getrunken. Und für mich gibt es jetzt noch ca. 400 Milliliter Wasser mit 1,5 Esslöffel Grassaftpulver. Unsere Abendmahlzeit besteht heute aus folgenden unterschiedlichen Zubereitungen. Für meinen Jüngsten gibt es eine Kürbissuppe, die besteht aus Knoblauch, Zwiebeln, also einen kleinen Anteil, ganz viel Kürbis, ein bisschen Kartoffel, ein bisschen Möhre und ein bisschen Pastinake. Für meinen Ältesten gibt es einen veganen Gulasch mit Paprika, Kartoffeln und Jackfruchtstücken. Das Rezept findet ihr auch schon hier auf meinem Kanal. Ich verlinke es oben in den Infokarten. Dazu gibt es für ihn Linsensprossen, ungeröstete, ungesalzene Pistazien, Macadamia-Nüsse und Paranüsse. Das ist meine Mahlzeit. Gedämpfte Schwarzwurzel und gedämpfter Kürbis, dazu Sprossen, Bockshornklee, Linsen und Kresse. Dazu gibt es noch einen Grünanteil, das ist Feldsalat, Postelein und noch mehr Sprossen, das sind Alfalfa-Sprossen. Und dazu gibt es ein bisschen Dressing, das besteht aus Hanfsamen, also geschälten Hanfsamen, ein bisschen weißes Mandelmus, Knoblauch, Kräuter, Salz, ein bisschen Zitronensaft und Wasser. Also ich werde jetzt wirklich nur ein bisschen davon nehmen. So ein Dressing kann man ja auch gut ein paar Tage
im Kühlschrank aufheben. Das sind die grünen Pulver, die ich teilweise für meine Abendmahlzeiten verwende. Das Wildkräuterpulver streue ich mir gerne über gebackenes oder gedämpftes Gemüse oder verwende es auch für Salate. Unser Hund Jackie bekommt jeden Morgen auch eine kleine Portion Wildkräuterpulver zu seinem gedämpften Gemüse. Grassaftpulver nehme ich fast jeden Tag zu mir, am liebsten vermischt mit etwas Wasser. Und dieses Spirulina-Pulver, das esse ich am liebsten mit Gurkenspaghetti oder wenn ich mal eine Avocado esse, was eher sehr selten vorkommt, dann bestreue ich mir gern die Avocado mit diesem Spirulina-Pulver. Ihr findet die Links zu diesen drei Produkten unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Es kommt tatsächlich sehr häufig vor, dass wir am Abend drei verschiedene Zubereitungen essen. Ganz selten gibt es für meine Jungs auch Nudeln, da essen beide Nudeln, aber ich esse eine andere Mahlzeit. Es ist auch so, dass mein Ältester ein sehr mäglicher Esser ist, also er lehnt viele Lebensmittel ab, vor allem Gemüse. Er mag zum Beispiel rote Beetesuppe und Kürbissuppe und ausgerechnet diese beiden Suppen mag mein Ältester wieder nicht. Er liebt dafür Eintöpfe und die mag mein Jüngster wieder nicht. Also ich habe mich in den letzten Jahren einfach auf meine beiden Jungs eingestellt. Ich esse ja auch schon seit Jahren ganz anders. Ich bin es schon meiner eigenen Familie ja das gewöhnt. Ich bin mit 16 Vegetarierin geworden, habe damals noch einfach die pflanzlichen Beilagen gegessen und habe dann irgendwann angefangen, selber zu kochen. Bei vielen Familien ist es wahrscheinlich Standard, dass man sagt, was auf den Tisch kommt, das essen alle und alle essen das Gleiche. Bei uns war das fast noch nie so, weil mein Jüngster eben ein mäglicher Esser ist und viele Lebensmittel ablehnt. Er lehnt leider auch viele pflanzliche Lebensmittel ab. Er isst keine Sprossen, keine Hülsenfrüchte, kein rohes Gemüse, also viele Gemüsesorten, auch viele Obstsorten lehnt er ab. Und deswegen bin ich auch davon abgekommen, ihn wirklich rein pflanzlich zu ernähren. Und wir haben eben Rohmilchbutter und Eier integriert. Mir macht es auch wirklich überhaupt nichts aus, am Abend drei verschiedene Essen zuzubereiten. Ich bin da auch schon sehr routiniert, mir macht es Spaß und ich kann das in relativ kurzer Zeit alles zubereiten. Wenn Freunde uns besuchen, die sind immer ganz verwundert, wie schnell mir alles von der Hand geht. Aber ich genieße wirklich auch die Zubereitung und das ist für mich oft auch wie Meditation. Oft höre ich mir dabei auch interessante Vorträge, Interviews oder Hörbücher an. Also das ist für mich überhaupt keine verschwendete Zeit und ich liebe einfach die Zubereitungen mit pflanzlichen Lebensmitteln. Wie schon erwähnt, ich ernähre mich rein pflanzlich, relativ einfache Mahlzeiten mit einem hohen Rohkostanteil, Sprossen, einem Grünanteil und oft auch ungewürzt. Und ich würde meinen Jungs meine Mahlzeiten gar nicht aufzwingen wollen. Also ich esse sowieso schon seit vielen Jahren anders als meine Jungs. Aber ich gestehe meinen Jungs eben auch zu, dass sie verschiedene Geschmäcker haben. Ich akzeptiere, dass mein Jüngster eben so ist, wie er ist und eben auch gewisse Lebensmittel ablehnt. Und das gestehe ich beiden zu und deswegen macht es mir überhaupt nichts aus, für uns alle drei verschiedene Essen am Abend zuzubereiten. Die Abendmahlzeit ist die einzige Mahlzeit, die wir zusammen einnehmen und da gebe ich mir auch immer besonders viel Mühe und wir genießen immer dieses gemeinsame Essen. Das waren kleine Einblicke, wie unsere Abendmahlzeiten oft aussehen. Mich interessiert natürlich eure Meinung dazu. Was sagt ihr zu unseren Abendmahlzeiten? Wie sehen eure Abendmahlzeiten aus, entweder mit Freunden oder mit Familie oder mit Partner, mit Partnerin? Würdet ihr auch für eure Familie verschiedene Essen zubereiten oder sagt ihr, was auf den Tisch kommt, wird gegessen? Ich freue mich über regen Austausch. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.